Und willkommen zurück zu Let's Play Mass Effect 3. Ja. Mano. Komme ich ständig Nachrichten? Commander? 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 Gut. Da das ja in der letzten Folge doch eine sehr kurze Mission war, wollen wir doch jetzt mal die turianischen Überlebenden exfiltrieren. Also abgestürztes Schiff und so. Schauen wir uns mal an. Kein Problem, wir nehmen natürlich unser Standard-Team mit, Garrus und Liara, und nehmen das Ganze an. Und dann bin ich ja mal gespannt, was überhaupt Phase ist. Weil ich verstehe ich nicht. Ja, das haben wir ja alles schon gemacht. Die Waffe, die wir in der letzten Folge hatten, die war eigentlich ganz gut. Diese Absturzstelle ist ein Albtraum. Edi, versuchen Sie, Lieutenant Victus zu erreichen. Jawohl, Sir. Für einen turianischen Commander ist das. Nun, Ihr Kodex ist alles andere als nachsichtig. Und dass es sein Sohn ist, wirft ein schlechtes Licht auf den Primarchen. Vetternwirtschaft kann böse Folgen haben. Seltsam ist nur, der Primarch weiß das. Commander, ich muss in einiger Entfernung von der eigentlichen Absturzstelle landen. Und besser geht's nicht? Nein, Sir, aber die Reaper scheinen uns nicht bemerkt zu haben. Das Überraschungsmoment ist nicht verloren. Also gut, bringen Sie uns runter. Retten wir den Zug! Haben Sie Lieutenant Victus erreicht? Ja, aber die Verbindung ist miserabel. Stellen Sie durch. Hier ist Commander Shepard, Allianz Navy. Hören Sie mich? Hier, Lieutenant Hacken Victus, neunter Zug. Wir wurden von Reaper-Heuschrecken in die Enge getrieben und erleiden schwere Verluste. Außerdem sind einige meiner Männer an der Abschlussflugbahn verstreut. Lieutenant, schießen Sie eine Leuchtrakete ab, damit wir sie finden. Gut. Die Lage wird jede Minute schlimmer. Meine Männer sterben. Dann sollten wir uns beeilen. Hört sich übel an. Okay, los geht's. So, nochmal kurze Frage. Sieht schlimmer aus, als ich befürchtet. Ja, nochmal eine kurze Frage an euch, meine lieben Zuschauer. Und zwar in dem Dialog im Schiff noch, also als wir auf dem Weg hierher waren, wurde das Wort Überraschungsmoment genannt. Und da ist jetzt meine Frage natürlich, wer weiß es? Mich würde es nämlich wirklich interessieren, ich weiß es einfach nicht. Warum heißt es das Überraschungsmoment? Bei einem Substantiv, was ja normalerweise aus zwei Worten besteht, bezieht sich der Artikel immer auf das zweite Wort. Was ja in dem Moment, in dem Fall das Wort Moment wäre. Moment heißt aber der Moment. Wie wir alle wissen. Warum heißt es dann das Überraschungsmoment? Das ist meine heutige Frage. Schreibt es in die Kommentare, wenn ihr die Lösung wisst. Ich würde mich auf jeden Fall freuen. So. Oh, Magazin-Upgrade ist immer gut. Nehmen wir mal mit. Für die MP, die wir ja nie benutzen. Eine turianische Geheimmission auf Tuchanka ist höchst seltsam. Gedanken dazu? Da ist Lieutenant Victus. Meine Netzwerke haben nichts zutage gefördert. So, wir schauen uns mal auf jeden Fall nochmal um. Das ist mir hier alles noch ein bisschen suspekt. Psst. Sehen Sie sie? Schnell, damit sie keine Verstärkung rufen können. Halt. Haben wir wieder Kryo-Munition? Kann man bei euch auch Munition einstellen? Warp-Munition. Ja. Überlastung, Annäherungsmine. Er nimmt mal die panzerbrechende Munition. So. Die haben wir ausgeschaltet. Was haben wir denn hier? Ersatzteile. Gibt noch mal ein paar Euros. Die können auf jeden Fall nicht schaden. Da sind. Rettungskapsel. Unsere ersten Verluste. Den Absturz haben sie überlebt. Dann hat eine Heuschrecke sie erledigt. Oh oh. Wurden sie getötet? M9 Tempest. Nicht schlecht. Ist aber eine MP. Und von Husks rausgezogen und gefressen. Shepard, ich höre Schüsse. Ich höre die auch. Okay, ich habe Sichtkontakt zum Feind. Und direkt dahinter liegt eine Rettungskapsel. Die Turianer stecken ganz schön in der Klemme. Der Feind weiß nicht, dass wir da sind. Überraschungsmoment auf unserer Seite. Gefällt mir. Schon wieder. Genau. Also los. Gut. So schnell hin hier, den Kannibalen ausschalten. Na komm.
So, weg ist er. Mit den Kannibalen. Oh, fuck. Da müssen wir auf jeden Fall was machen. Mach mal hier ein... Ziel wird von Panzerung geschützt. Annäherungsmine. Singularität. Verlangsamt, hilflos. Das bringt jetzt alles, glaube ich, nicht so viel. Aber das Blutbad können wir immer machen. Knipsen wir doch aus. Hier geblieben. Eine Schwachstelle hat. Fuck. Danke. Halten Sie wegen uns nicht an. Wir marschieren zur Hauptabsturzstelle. Mal, komm, jetzt. Da vorne ist noch eine Kapsel. Oh, da kommen wir nicht rüber. Guck mal hier. Alle gerettet. Ausgezeichnete Arbeit. Naja, nicht unbedingt. Ich hätte die gerne ausgeschaltet. Wir müssen auf jeden Fall weiter zu... Präzisionsgewehr, Reservemunition 5. Sehr schön. Wir müssen ja zu Victor's halt. Dem Typen da. Weitergehen. Wir müssen so schnell wie möglich die Hauptabsturzstelle finden. Ja. Als Sohn von Adrian Victor's muss man enormen Erwartungen gerecht werden. Im Militär von Palavan ist das ein großer Name. Man sagt, Festung. Als Victor's hat man den Krieg im Blut. Nicht quatschen, machen. Kinder sollten mit den Erfolgen ihrer Eltern nicht mehr belastet werden als mit ihren Misserfolgen. Ja. Wir schauen uns auf jeden Fall die ganzen Waffen und Veränderungen und Upgrades natürlich an, aber nicht jetzt. Jetzt sind wir auf Mission. Wenn wir wieder auf dem Schiff sind, gut. Dann gerne. Da war ein Gegner, glaube ich. Hier ist nochmal ein bisschen was. Hier liegt noch einer so rum und gammelt. Das ist keine gute Arbeitseinstellung, muss ich ehrlich zugeben. Oh, ich habe gerade gedacht, ich habe die Uhr nicht gestartet. Das wäre es ja dann gewesen. Da. So viel zum Überraschungsmoment. Marodeur, der ist auch neu. So. Das ist die Heuschrecke. Oh, fuck. Oh nein. Los, steh auf! Ich halte mal jetzt aber aus. Den hau doch nicht wieder ab. Manu, das ist doch kacke. So, weg mit euch. Das sind Freunde. Wie es aussieht. Ich glaube, wir haben die Männer alle gerettet. Ich hoffe. Hier entlang. Hier entlang. Ich gehe vor, du Nase. Also sag doch nicht hier entlang. Hier drüben. Hier entlang. Laber doch nicht, ich bin hier Chef. Ich entscheide, wo es lang geht. Ich wiederhole. Hören Sie mich. Herr Shepard, was ist Ihr Status? Katastrophal. Commander, wann werden Sie eintreffen? Halten Sie durch. Wir sind unterwegs. Ja. Hier haben wir noch was? Manek, wie ist unsere Geschwindigkeit? Bremsen online. Wir werden es überleben. Na toll. Victor's wird dafür bezahlen. Militärprozess oder gleich aufknöpfen? Wie soll Victor's damit klarkommen? Wenn wir ihn finden, fragen wir. Oh, oh, oh. Der hat wohl ganz schön Scheiße gebaut. Kommt jetzt die Heuschrecke wieder? Ich will die jetzt langsam mal ausschalten, weil kann ja nicht sein, dass wir jedes Mal... Haben wir die fast down gehabt? Mal so ein bisschen Müll. Das wäre auch schön. Ich nehme jetzt in Zukunft einfach mal die Mülltüte so aus dem Mülleimer zu Hause. Gebe die irgendwo ab. Oder nehme die mit, dann kriege ich dann auch 3000 Euro für. Das wäre geil. Da ist die Heuschrecke. So, jetzt aber. Aus allen Rohren. Ach, die haut schon wieder ab. Da ist die Heuschrecke. Sie zieht sich zurück. Die soll sich nicht zurückziehen. Die soll einfach mal herkommen und kämpfen wie ein Mann. Ich denke, ihr seid so Reaper und Übermacht und versteht da? Und das Einzige, was hier passiert, ist, dass die übel so rumpussiert. Na, hast du gedacht, ne? Guck mal hier. Und zock mal nochmal. Das ist meine Sniper.
kurz gucken. Granate! Aua, aua, das hat weh getan. Irgendwie habe ich immer das Gefühl, wir waren hier schon mal. So, weg. Stinkst. Schön Muni einsammeln. Weg. Schon wieder eine Granate. Nochmal. Nochmal weg. Nein. Das war knapp jetzt. Jetzt aber. Erlösen. Geh weg da. So. Haben wir auch. Gut. Was haben wir denn jetzt wirklich hier? Da ist die Heuschrecke. Und die Kollegen sind beide im Arsch. Na toll. Aua. What the fuck? Wo kam das denn jetzt her? Die Scheiße. Die Heuschrecke. Und gleich nochmal. So. Jetzt nehmen wir die mal ordentlich ins Visier hier. Die wird wahrscheinlich eh wieder abräumen, wie ich sie kenne. Die Mutti. Komischerweise wehrt die sich jetzt auch gar nicht mehr. Die haut schon wieder ab. Schade, schade. Schokolade. So, jetzt werden wir erstmal Garrus helfen. Mann, immer diese Scheiße. Beeilen wir uns. Es ist wichtig, dass wir diesen Trupp nicht verlieren. Oh, jetzt steht er plötzlich wieder. Sehr schön. Die Krugana spielen hier doch mit politischem Dynamit. Vielleicht sollten sie die Krugana lieber informieren. Ja, vielleicht. Die Feindschaft zwischen Kruganern und Turianern ist uralt und intensiv. Sie ist angeboren. Und ich brauche ihre Zusammenarbeit. Also sollten wir die Lage nicht komplizierter machen, als sie ist. Genau. Da fragt man sich einfach mal, wie ist die Lage? Und dann werden wir rausfinden, dass das dann schon scheiße hier ist. Und wir müssen einfach mal dafür sorgen, dass alle beste Freunde werden. Okay, es geht los! Heute stirbt hier kein Soldat mehr! Für Perlemann! So, weg mit euch. Oh, fuck. Oh, da ist noch ein Fakrolin hier. Weg. Das seht ihr. Komm, mach mal jetzt hier was. Zerbrechende Munition, Singularität, Blutbad. Nein. Geh weg. Weg. Geh doch mal in Deckung hier, Shepard, du alte und Nudel. Ach, da hinten sind noch ein paar Gegner. So. Dann Bali. Alles weg. Jetzt auch weg. Und jetzt müssen wir alle aus. Okay. Bisschen Muni mitnehmen. Das Shepard, ihn bewegt dich. Da ist die Heuschrecke. Jetzt schnappen wir uns die. Blutbad. Warp. So, jetzt machen wir die weg. Sehr schön. Jetzt machen wir die Heuschrecke endlich mal weg hier. Scheiß Mistvieh. Ja, kipp mal um, ne? Einfach um. Gebiet gesichert. Sehr gut. Nochmal ein bisschen nachladen und hier die Muni mitnehmen. Hier drüben. Die wir irgendwie nicht mitnehmen können. Doch. Hier ist noch was.
Was haben wir hier Schönes? Ich wette, das können wir jetzt wieder nicht gebrauchen. Ich wette, jetzt sind wir am Ziel. Ja, da oben ist Lieutenant Victus. Können wir die wahrscheinlich wieder nicht benutzen. Na toll. Am Arsch. Oh nein, wir haben einen verloren. Aber alle gerettet. Lieutenant Victus? Commander Shepard, meine Männer und ich stehen in Ihrer Schuld. Oh ja, das tut ihr. Danke, dass Sie so viele gerettet haben. Was ist hier geschehen? Hat versagt! Halten Sie sich zurück, Soldat! Er trägt die Schuld am Tod dieser Männer! Ich sagte, halten Sie sich zurück! Hey, ich habe Ihnen allen gerade den Arsch gerettet und jetzt beruhigt sich erstmal jeder! Echt mal. Lieutenant, was geht hier vor? Ich habe eine schlechte Entscheidung getroffen. Das ist alles meine Schuld. Ich zog Vorsicht und Taktik einem Frontalangriff vor. Und meine Männer mussten dafür bezahlen. Meinen Sie den Absturz? Ja, genau. Wir konnten über Holo sehen, dass Reaper-Einheiten unseren Kurs blockierten. Ihn beizubehalten hätte schwere Verluste zur Folge gehabt. Also wählte ich eine sicherere Route, den Feind zu umgehen. Wir flogen tief und durch diese Ruinen. Als wir auf Widerstand stießen, hatten wir keinen Platz mehr für Ausweichmanöver. Plötzlich steckten wir mitten in einem Kampf ums Überleben, den viele meiner Männer verloren haben. Oh je. Es braucht Mut, Fehler zuzugeben, aber man muss drüber wegkommen und weitermachen. Ich weiß, aber es ist noch so frisch. Unsere Mission ist jedenfalls fehlgeschlagen. Sobald die Verletzten stabilisiert sind, kehren wir zur Flotte zurück. Sie geben Ihre Mission auf? Wir haben über 30 Mann verloren. Es wäre Selbstmord. Was hatten Sie hier eigentlich genau vor? Es gibt eine Bombe auf diesem Planeten. Wir sollten sie entschärfen. Eine Bombe? Wie groß? Gewaltig. Cerberus hat sie. Lieutenant, wenn Cerberus diese Bombe hat, müssen Sie Ihre Mission zu Ende bringen. Haben diese Männer nicht schon genug geopfert? Ich verstehe das. Man kann kein schwereres Opfer verlangen, aber Ihre Männer haben sich dazu verpflichtet, es zu bringen. Genau wie Sie. Meine Männer sind fertig, Commander. Selbst wenn ich die Mission abschließen wollte, Sie wollen es nicht. Es ist Ihre Aufgabe, sie dazu zu bringen. Und wie? Packen Sie sie an Ihrer Ehre oder an Ihren Eiern, keine Ahnung. Ihr Opfer bedeutet, dass andere nie mehr durchmachen müssen, was Sie heute hier durchgemacht haben. Erinnern Sie sich daran, dass dieses Opfer ohne jede Ehre ist, wenn die Mission fehlschlägt. Männer, ich weiß, was heute hier geschehen ist. Aber wir müssen weitermachen. Nein, müssen wir nicht. Wen interessiert schon ein paar Kroganer-Leichen? Es ist vorbei. Wir sind Turianer und werden einen Triumph von Cerberus nicht zulassen. Unser Opfer bedeutet den Unterschied zwischen Leben und Tod. Für die gesamte Galaxie. Alle sollen sich daran erinnern, dass die Helden des 9. Zuges ihre Pflicht tapfer erfüllt haben. Also Männer, das Shuttle wird jede Minute da sein. Wir ziehen ab. Commander, kommen Sie mit uns. Wir sind nur noch eine Rumpfeinheit. Wir können jede Hilfe brauchen. Senden Sie den Navi-Punkt. Mal sehen, was geht. Danke. Das gibt uns Zeit, ein wenig Aufklärung zu betreiben und zu sehen, womit wir es zu tun haben. Victor, Sie haben jetzt eine zweite Chance. Lassen Sie Ihr Opfer nicht vergebens sein. Verstanden, Commander. Hoffentlich sehen wir uns dann am Treffpunkt. Cerberus-Bombe? Was zum Teufel ist da los, Commander? Und was haben die Turianer damit zu tun? Die Koordinaten von Victus liegen im Kerfik-Tal, einem dicht besiedelten Gebiet. Mehr weiß ich nicht. Ich habe das Gefühl, da stimmt was nicht. Was schlagen Sie vor? Der Primarch soll auspacken. Das kroganische Militär alarmieren? Noch nicht. Wir wissen zu wenig. Bis zur Heilung sind die kroganisch-turianischen Beziehungen angespannt. Kein Risiko. Und diese Bombe? Wie viele Truppen setzt Cerberus dabei ein? Keine Ahnung. Ich weiß nur, dass... Wir dürfen die Bombe nicht detonieren lassen. Informieren Sie mich, Packard Ende. Eigentlich so klar, dass es wieder an uns kleben bleibt. Primarch Victus. Beeindruckende Arbeit auf T'Chaka. Ich bin dankbar, dass Sie... Primarch, warum haben Sie mir nichts von der Cerberus-Bombe gesagt? Wieso das Verheimlichen? Was verschweigen Sie mir noch? Ich habe Ihnen nichts zu sagen. Unser Bündnis funktioniert nur über Vertrauen. Unsere Freundschaft ist neu, Commander. Würden Sie mir Informationen anvertrauen, die Ihr Volk oder die Erde in Gefahr bringen? Ja. Warum sollte ich unser Bündnis durch Lügen gefährden? Das ergibt keinen Sinn.
Entscheidungen wie diese bedrücken mich. Als ich General war, konnte ich sie der Befehlskette beantworten. Aber jetzt habe ich nur noch mich. Und mich. Verstehen Sie mich? Natürlich. Und? Und das wär's. Moment, eins noch, Commander. Danke, dass Sie meinen Sohn gerettet haben. Dafür haben wir mächtig was bei dir gut, mein Freund. Erste Tests an der Koganerin verifiziert, Commander. Resultate positiv. Aha. Sie haben mir nie gesagt, woher Sie das Gewebe nehmen wollen. Ist es fertig? Fast. Jetzt brauchen wir noch eine Methode, um das Heilmittel in die genetische Struktur anderer Kroganer einzubringen. Salarianer haben doch Ideen, Wix. Es muss einen Weg geben. Klar, es gibt zahllose Methoden, aber wir brauchen eine, die schnell arbeitet. Es gibt eine Anlage auf T'Chanka, die könnte unseren Zwecken dienlich sein. Der Mantel. Meine Regierung hat ihn während der Kroganer-Unterstützung gebaut, nach dem Nuklearkrieg. Was macht das Ding? Der Turm setzt Atmosphärepartikel frei, um den Planeten vor Solarstrahlung zu schützen. Aber es gab noch eine andere Verwendung. Wir haben damit insgeheim das Genophage-Virus verbreitet und so die kroganischen Rebellionen beendet. Sie hatten Glück, dass es funktioniert hat. Manchmal verstehe ich, warum die Kroganer wirklich jeden erschießen wollen. Es waren verzweifelte Zeiten. Aber das kann die Kroganer jetzt retten. Der ursprüngliche Genophage-Stamm wird in der Mantelanlage gelagert. Er kann als Träger des Heilmittels fungieren und der Mantel kann es auf ganz T'Chanka freisetzen. Der Salarianer ist klüger, als ich dachte. Das könnte funktionieren. Los, machen Sie jetzt alles bereit, Wix. Gut, ich bin mit Eva in der Krankenstation, wenn Sie mich brauchen. Commander, Admiral Anderson ist über Videoleitung verfügbar. Oh, Anderson. Tja, aber mit Anderson quatschen wir jetzt nicht mehr. Erst in der nächsten Folge. Deswegen schaltet ihr ein bei Let's Play Mass Effect 3. Macht's gut, bis denne und tschaußen.